Moin Amigos, moin zusammen, hallo, grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, hier mein kleines Video zum FC-Start der Woche, denn laut offizieller Seite hat der FC heute erst für die Vorbereitung für das kommende Heimspiel am Freitag schon, 20.30 Uhr, ihr Training begonnen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Man hat Samstag um 15.30 Uhr gespielt, jetzt war Sonntag und Montag anscheinend schon wieder frei, ohne dass man auf dem Platz trainiert. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, ich weiß es nicht. Also trainieren wir halt heute, morgen und Donnerstag, vielleicht Freitag nochmal anschwitzen, sehr wahrscheinlich. Wir spielen ja auch zu Hause, okay, aber im Grunde hat man dann nur drei Tage, wo man halt trainiert, worauf man sich tatsächlich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das immer zu wenig ist. Also wir sind eine Profimannschaft, wir spielen Samstag in der Regel, gut jetzt Samstag, Freitag, aber generell ne, in letzter Zeit oder auch in den nächsten Wochen ist es halt so, wobei ich glaube gegen Dortmund spielen wir jetzt sogar dann am Sonntag, ist jetzt auch völlig egal. Jedenfalls 3 Tage Training jetzt nur, wieder mit heute, morgen und Donnerstag. Die Personallage sieht so aus, dass Kilian und Selke Teileinheiten mit der Mannschaft heute mitgemacht haben. Das ist positiv. Alle anderen sind halt da und fit und gesund. Das ist noch positiver. Und die anderen jeweiligen aus Thielmann, Petersen, Uth, Dietz und Andersen, die haben halt heute wieder ihr Reha-Programm halt absolviert. Ja. Ich denke mal, das sind eigentlich soweit gute Nachrichten. Es ist immer gut, wenn keiner ausfällt. Es ist auch gut oder noch besser oder ähnlich gut oder ähnlich noch besser, wie auch immer man das sehen möchte, wenn halt Spieler dabei sind, zurückzukehren. Jetzt Luca Kilian halt. Ob das jetzt so einen großen Impact für uns gibt, sei jetzt mal dahingestellt, weil wir mit Hübers und Chabot unsere Stamminnenverteidiger ja fit haben. Allerdings, man weiß ja immer nie, was passiert. Wird einer krank, verletzt sich einer oder wird irgendwie 2, 3 Spiele gesperrt aufgrund eines üblen, rüden Fouls oder die DFL entscheidet dann halt so oder der DFB, je nachdem, wie viele Spiele Sperre man dann halt erhält. Da ist es dann schon wichtig, dann halt wieder mit unseren 4 etatmäßigen Verteidigern an Bord zu sein und bereit zu stehen. Ne? Ja, gut, dann wäre es das hier auch schon wieder von meiner Seite aus. So viel Neues gab es jetzt halt nicht. Aber es ist auch mal schön, wenn es dann was zu berichten gibt, was halt eher positiv ist. Unabhängig davon, was ich oder ihr davon haltet, dass die Mannschaft da jetzt nur tatsächlich 3 echte Trainingseinheiten vor dem nächsten Spiel hat. Obwohl man Samstag, Freitag spielt. Also da sollte man dann schon Minimum 4 mal trainieren und nicht nur 3 mal. Und in der Woche, wo man Samstag spielt, von 6 Tagen trainiert man nur 4 Tage. Also es bleibt mir halt ein bisschen so ein Rätsel, aber gut. Die Form aus dem Unionsspiel, die ist ja jetzt wieder eher ansteigend. Hoffen wir, dass die Jungs das jetzt am Freitag dann auch beibehalten oder dass es nochmal ansteigt und dass sie das dann auch umsetzen und dass sie dann halt auch das Heimspiel zu Hause gegen Bochum erfolgreich mit 3 Punkten gestalten werden. Ne? Gut, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Wenn es was Neues gibt, werde ich mich melden. Wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann, spätestens übermorgen dann zu meinem zu meiner Vorschau auf das kommende Heimspiel dann am Freitagabend. Ne? Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, haut rein, bis dann, tschüss.